Hallihallo, Lucius Akun hier mit Veilheim. So, und was machen wir heute? Heute versuche ich Schweine zu fangen. Das will ich jetzt mal. Sodala, dann gucken wir mal. Lasst uns Schweinchen fangen. Ja, ich denke, damit tut man sich dann doch ein bisschen... Ach, ich brauche trotzdem die Werkbank in der Nähe. Das ist das, was mich echt ein bisschen nervt. Ich hoffe, die Schweine sind noch da. Warum ist die Musik zu Ende? Einfach weil Nacht ist, oder? Machen wir erstmal Tag wieder, würde ich sagen. Okay, erst ein kleines Schläfchen. Und dann wohlgemut und ausgeruht. Ah, Gott. So. Irgendwie brauchen wir immer noch ein Fenster. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das klappt mit den Schweinen. So. Du fühlst dich ausgeruht. Gemütlich 5. Sehr gut. Was ist denn der beste Wert, den man haben kann? Laufen da immer noch Schweine rum eigentlich? Jetzt, wo ich sie brauche, wahrscheinlich nicht mehr haben. Hoch. Ah, ja, klar. So, wir machen auf jeden Fall hier mal jetzt eine kleine Fläche. Ist hier eigentlich noch die Werkbank? Sag mal, was ist denn da? Ah, die ist okay, hier ist auch noch. Ja, dann machen wir das doch erstmal hier. Okay, wir müssen uns kurz ausruhen. So, und dann... Jetzt mal noch ausprobieren, was ist denn? Weil da gibt es ja leider kein Türchen. Können wir da drüber? Ja, irgendwie klappt's. So, machen wir einfach mal ein paar Gitterchen hin. Jetzt hänge ich an dem Stein. So. Wie gesagt, ich hoffe jetzt, dass ich da noch ein Schweinchen finde. Oder vielleicht auch zwei. Nein, hinten laufen sie. Sehr gut. So, bereiten wir das jetzt einfach mal hier optimal vor. Das muss ja jetzt noch nicht hübsch sein. So, gucken wir mal, ob wir das Schwein da reinkriegen. Da muss ich ja eigentlich bloß hier noch schnell einen Zaun hinstellen. Okay. Also, wo ist das Schwein? Rüsten wir mal das Schild aus, würde ich sagen. Hallo, Schweinchen. Boah. Ja, komm, komm zu mir. Komm zu mir. Kannst du mich erreichen? Komm, hier bin ich. Nein, Schwein. Wir hatten es. Ah, es kommt wieder. Oh, komm. Schweinchen. Jetzt warten wir einfach mal. Vielleicht kommt es ja wieder. Och, jetzt komm her. Hallo, Schweinchen. Hier bin ich, komm. Jetzt aber, hä? Geh fangen! Aggressiv, verängstigt. Jetzt hüpfen wir da mal lieber raus. Okay. Da war ja noch eins. Das heißt... Und, ja, ich bin noch am Experimentieren.
Machen wir einfach mal daneben. Ja, ich verstehe schon, du bist jetzt sauer. So, solange ich nämlich in dem Kreis stehe. Ja, ist gemeint, dein Nachbar kriegt ein schönes grünes Gegenhege. Na, hoffentlich ist das nicht zu schmal. So, wo ist denn... Da war doch noch eins. Hallo, Schweinchen. Ja. Habt ihr eigentlich vorhin gesehen, meine beeindruckenden... So. Und draußen. Ja, wir haben Schweinchen gefangen. Hallo. So, und wie fütter ich euch jetzt? Oh. Okay. Macht ihr mir den Käfig kaputt? Nee, ne, das geht nicht. Okay, vielleicht sollten wir es erstmal beruhigen lassen. Okay. Schauen wir mal, was habe ich denn für euch? Ich habe keine Pilze dabei. Aber vielleicht mögt ihr ja auch Himbeeren. Schauen wir mal. Wo habe ich das Essen rein? Hier? Ja. Ich habe das letzte Mal ja extra keine Pilze gegessen. So, wir gucken jetzt einfach mal. Das Holz ist echt deutlich dunkler. Müssen wir da eigentlich was reparieren, oder? Ich hoffe nicht, dass das einfach zusammenbricht. Es gibt bestimmt noch anderes Essen als die Pilze und die Dinge, aber ich habe nichts anderes. So, schauen wir mal, können wir das einfach füttern, oder? Boah, das rennt die ganze Zeit rum, was soll denn das? Wir hüpfen jetzt mal rein. Aggressiv verängstigt. Pilz? Hm. Kann ich den einfach auf den Boden schmeißen? Nein, das sind ja alle Pilze. Ich möchte es erstmal nur mit allem probieren. Weil so dick habe ich es jetzt auch nicht mit den Pilzen. Ah! Dass es für die Dinger kein Tor gibt. Moment, jetzt machen wir erstmal einen Stapel. Mal schauen, ob das eins ist. Alter, das eine hier tut ja voll abgehen. Mal weg, bevor. Vielleicht muss es sich erst beruhigen. Also, das habe ich schon gelesen, dass man sich beruhigen muss. Also, sie ist voll spannend. Bin ich immer noch zu nah? Und ich denke, Pilze oder Erdbeeren. Oder nee, was sind das? Das sind ja Himbeeren. So, probieren wir gleich nochmal. Nein, das habe ich eingegessen. Meine wertvollen Pilze. So. Die experimentieren wir mal kurz. Na, toll. Ja, raus. Das war natürlich super, wenn ich das Ding rausschmeiße. Vielleicht kann ich es auch einfach reinschmeißen. Das ist vielleicht ein bisschen weniger gefährlich. Jetzt gucken wir mal. Hier hast du eine Himbeere. Du kriegst auch mal noch eine Himbeere. Das finde ich voll spannend hier. Ey, ich glaube den... Oh, ein Herzchen! Ja, ich glaube, er hat das gegessen. Und du hast auch gegessen, oder? Zumindest den Pilz. Kriegt euch immer so schlecht. Aggressiv verängstigt. Also der hat definitiv was gegessen. Also ja, ich habe mich natürlich schon jetzt ein bisschen eingelesen, dass man... Die Erdbeeren mögen es aber irgendwie nicht, ne? Ah, Zahn halt. Der hat was. Der hat es auf jeden Fall gegessen. Also hast du dem anderen, dem Pilz weggegessen. Verängstigt. Der ist nicht hungrig. Wahrscheinlich isst der jetzt auch nichts. Was ist mit dir? Aggressiv.
Ach, der hat den Pilz. Okay, anscheinend mögen sie wirklich nur die Pilze, ha? Das probieren wir jetzt gleich nochmal. So, da la. Schau mal, vielleicht magst du den. Dann gehen wir mal wieder ein bisschen weg, damit die... Oh! Da kam ein Herzchen wieder. Noch ein Herzchen, was hat er denn? Aber das ist ja schon mal gut. Aber der hier rennt immer noch hoch. Wie bescheuert. Gehen wir mal ein bisschen weiter hoch vielleicht. Vielleicht müssen wir ihn auch einfach bloß ein bisschen die Ruhe lassen. Der geht nämlich voll ab. Oh. Habe ich meinen Holzstapel angegriffen, ja. Der will sich aber auch gar nicht beruhigen, ne? Dem anderen können wir ja schon mal wieder was zu essen reinschmeißen. Jetzt geht der ab, irgendwann. Können die das jetzt eigentlich kaputt machen? Gibt's sowas wie reparieren? Nö. Weil das wäre ja Mist, wenn die jetzt dann einfach abhauen. Und ich kümmere mich doch so gut um euch. Also eine frisst ja irgendwie nie. Och toll, okay. Wir schmeißen das Ding in die Richtung, in die wir gucken. Das heißt natürlich... So. Vielleicht brauchen wir doch noch irgendwas anderes zum Essen. Ah, schon wieder. Das ist gar nicht so leicht. So, schmeißt man noch mal einen Pilz rüber. Hier. So, vielleicht magst du den lieber. Oh, Himbeeren habe ich so viele, Pilze nicht. Ja, wir lassen es jetzt mal kurz in Ruhe. Ich gehe ein bisschen in den Wald und guck, vielleicht finde ich noch Pilze. Aber vorher tun wir uns mal... Ja. Hast du einen Pilz schon wieder gesnackt? Ne, der liegt auch noch da. Ach, du hast zwei Pilze da liegen. Isst du vielleicht lieber die Himbeeren? Ja, ich bin der Meisterwerfer. So, schauen wir mal. Ach, das ist wie Minecraft. Na, der frisst irgendwie nie. Okay, ihr habt jetzt ein paar Sachen. Die spawnen tut das ja sehr selten. Und ich hoffe einfach, dass ich noch ein paar Pilze finde oder irgendwas. Weil es ist jetzt auch dämlich, nach Pilzen zu suchen, oder? Oder Rehe. Nein, ich hab's erschreckt. Verdammt. Okay, was machen wir denn? Kann ich hier schleichen üben jetzt eigentlich? Du fühlst dich nicht länger ausgeruht. Hey, wir schleichen. Aber der hat schon mal was gegessen. Naja, vielleicht hat er gerade keinen Hunger. Das ist entspannt, voll hinzuzugucken. Wobei, der eine ist halt echt krass drauf. Der andere ist voll entspannt. Naja, auch nicht hundertprozentig, aber... Ich könnte auch mal so einen Löwenzahn reinschmeißen, fällt mir gerade ein. Ich kann die armen Tiere auch nicht in Ruhe lassen. Also bis jetzt haben wir es noch nicht geschafft, den Zaun zu zerstören, zum Glück. Okay, schmeiß... Na toll. So, einmal das. Keine Ahnung, ob die Löwenzahn essen. Ich probiere es einfach mal. Ich denke, es wird sowieso noch einiges Vegetarisches an Essen geben müssen. Du musst doch auch mal Hunger haben. Komm, der eine hat auch was gefressen. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay, was machen wir so lang? Also wir haben sie gefangen. Ich denke, ich lasse sie jetzt erstmal in Ruhe. Okay, einmal lasse ich sie nicht in Ruhe. Ich will nochmal nachgucken, den Status. Oh, Zahmheit schon 12. Oh, das geht doch flott. Und du? Hast du schon mal was gegessen? Aggressiv verängstigt.
Also entweder mag der das nicht, was ich ihm anbiete, oder der ist einfach stur. Oder ist der zu nah am Haus? Aber hier ist nämlich auch Feuer, ne? Vielleicht mag er das Feuer nicht. Weil der hat keinen Einfluss auf Feuer. Das könnte verwirklicht sein. Okay, das müssen wir noch lösen, das Problem. Und zwar... Weil der hat ja anscheinend hier kein Problem mit. Kann ich hier bauen? Hier schon, ne? Dann machen wir es halt einfach so. Meine schöne eingeebnete Fläche. Undankbar, undankbar. Oder was soll der Geiz? Dann bauen wir ihm doch mal lieber was ein bisschen mit Abstand. Damit er auch ein bisschen Privatsphäre hat. Es könnte halt wirklich sein, dass das Feuer ein Problem bei dem ist. Weil es kommt mir jetzt echt komisch vor. Zum einen kommt er ja gar nicht mehr runter. Eine Voraussetzung. Kein Holz. Oh Gott. Ich dachte, ich kann das so parallel bauen, weil... brechen wir dafür jetzt wirklich den Holzstapel an? Ja. Was soll der Geiz? So. Jetzt haben wir es wieder. Aber wenn das Feuer ein Problem ist, das könnte ich mir noch vorstellen. So. 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 Jetzt bauen wir es nämlich erstmal so. Dann muss ich nämlich nicht diesen Tanz wagen. Ach komm. Probieren wir mal den Speer aus. Oh, der braucht aber viel. Ja, ein Schwinge ist natürlich schon besser. Essen wir mal kurz was. So, da, da. Okay. Ist da noch einer? Nein. So, und jetzt lauf darüber. Komm, komm, komm. No. Jetzt bleibt er da hinten in dem Eck. Das gibt's doch nicht. Vielleicht kann ich ihn ja... Komm, komm, komm zu mir. Hey, hier bin ich. Komm schon. Ja, ja. Nein. Jetzt hatte ich dich schon fast. Oh, soll ich jetzt die ganze Zeit warten? Komm, komm, Schweinchen. Du wirst in die andere Richtung laufen. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, jetzt hat es voll profimäßig geklappt. So, nix da. So, wie gesagt, vielleicht ist das besser. So, das Holz nehmen wir natürlich wieder mit. Hoffentlich kann sich der da nicht durchdrücken. Weißt du was, wir... Da. Dann bauen wir einfach mal noch ein zusätzliches hin. So. Ich weiß, das sieht jetzt auch nicht hübsch aus. Das wird dann unser nächstes Projekt. Weil wie gesagt, mir kommt es einfach komisch vor, dass der eine hier schon so viel gefressen hat. Der andere nicht. Notfalls, wenn der zahm ist, können wir ja immer noch drüber reden. Ich meine, dass der jetzt gerade nicht frisst? Okay. Hat er den Löwenzahn gefressen? Nee. Okay. So, und jetzt tun wir dir noch was zu essen reinschmeißen. Und ich habe keinen Platz. Na ja, können wir ja erstmal wieder den Stapel bauen. Unser schöner Stapel. Es gibt viele Stapel. Aber das ist unser Stapel. Ach komm, mal so ein bisschen Schäpschen bauen. Sieht schön aus. Ein bisschen Ästhetik muss auch sein. So, jetzt haben wir den ganzen Tag nur den Schweinen zugeguckt. So, das ist zumindest außerhalb vom Feuer. So. Ein Pilz für dich. Hoch. Dann noch eine Erdbeere für dich. Und den Löwenzahn schmeiße ich trotzdem rein. So, wer weiß. So, was ist denn dein Status hier?
Bleib mal bei mir. 23, immerhin. Akklimatisiert sich, das ist gut. Und du? Aggressiv verängstigt, immer noch. Das ist einfach das Agro-Schwein, denke ich. Aber gut, wie gesagt, jetzt bist du zumindest außerhalb vom Feuer. Vielleicht funktioniert es jetzt besser. Ja, ich sehe schon, zu sehr aufregen darf man sie nicht. Dann würde ich mal sagen, wir tun uns noch kurz ein paar Sachen anberaten. Ich brauche unbedingt außen auch noch eine Feuerstelle. So. Dann haben die Wildschweine auch erstmal kurz Ruhe. Da. Ist eigentlich immer voll entspannt, hier vor dem Feuer zu sitzen. Ich grill auch sehr gerne, muss ich sagen. Also, Also, ich habe ja nur einen Balkon. Aber das ist schon eine sehr schöne Sache. Dann tut man gemütlich eben den Grill anmachen. Und dann schön ein Bierchen nebenbei zischen. So. Dann lässt sich schon immer gut leben. Wenn die Sonne dann noch scheint. Ein bisschen Mucke. Ja. Aber sowas wäre hier natürlich auch eine feine Sache. Wenn ich einen Garten hätte, hätte ich immer gerne so eine kleine Feuerpfanne oder so. Das würde mir gut gefallen. So. Und? Heute wollen wir mal keine Kohle produzieren. So. Und das nächste. Das ist das einzig Blöde hier beim Kochen, dass das Fleisch immer so weghüpft. Da. Ja, unsere Hütte ist immer noch ein bisschen sehr karg. Aber wir haben ein hohes Dach. Also sie fühlt sich eigentlich gar nicht so klein an, weil wir das Dach so hoch gebaut haben. Ich hätte mir vielleicht auch hier nur halb machen können. Also das Schöne bei dem Spiel ist immer, wenn ich drüber nachdenke, auch wenn ich es gerade nicht spiele. Gucken wir mal kurz nach den Schweinchen. Ah, da wachsen jetzt auch die Herzchen. Oh, guck mal. Sehr gut. Huch, du bist so dunkel, ich sehe dich gar nicht. Ah ja, sehr schön, sehr schön. War auch geil. Gleich diese Musik, wenn wir rausgehen. Oh, hatte ich noch was auf dem Herd? Nein. Ich dachte schon. So. Braten wir mal noch ein bisschen was durch. Ich glaube, wir brauchen mal eine größere Feuerstelle. Irgendwas Paralleles, einen großen Grill. Ich bin auch mal gespannt, ob wir noch andere Sachen kochen können. Gönnen wir uns auch kurz was. Ja, ich denke, dass ich in der nächsten Folge einfach die Schweine ein bisschen Ruhe lasse, ihnen ein bisschen Futter noch hinschmeiß und dann besuchen wir vielleicht den... Was heißt vielleicht? Ich denke, wir besuchen als nächstes nochmal den Dungeon. Und da möchte ich noch irgendwie eine kleine Grillanlage bauen. Jo. Hier sitze ich wieder, King. Dann wünsche ich euch mal einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und wir haben Schweinchen. Sie mögen uns nicht, aber wir haben Schweinchen.